Das wird ein Fußballtag. Guten Nachmittag und herzlich willkommen aus Moskau. Wir sind 2 Stunden voraus, das heißt, bei uns ist es 4:45, bei Ihnen kurz vor 3. Es gibt gemütlichere Orte derzeit als die russische Hauptstadt. Wir haben hier, ich schätze mal, 2 Grad, Tendenz fallend. Trotzdem wird es hoffentlich ein warmer Nachmittag. Dafür wird die Mannschaft des HSV schon sorgen in ihrem Rückrundenspiel gegen Spartak Moskau. Es hat diese Begegnung heute Vormittag übrigens schon mal gegeben. Spartak gegen den HSV. Da spielten die Präsidententeams gegeneinander. Aufgrund der hiesigen Temperaturen freundlicherweise in der Halle. Da sehen wir das Aufgebot des HSV mit Uwe Seeler. Und wir waren doch sehr überrascht, wozu so ein fast 60-jähriger Herr noch in der Lage ist. Genau in einer Woche ist das große Jubiläum. Und schauen Sie mal, Uwe für Deutschland, oder? Es kam dann aber leider sehr zum Leidwesen dieses Herrn, wohl auch, weil ihm die Booster ausgingen. Ganz bitter, unter anderem durch diesen Herrn, Oleg Romantsev, den kennen wir noch als Trainer der russischen Mannschaft bei der Europameisterschaft, jetzt Präsident von Spartak Moskau. 5:1 verlor das HSV-Präsidententeam. Den Ehrentreffer erzielte uns Uwe, wie sich das gehört. Bei den Profis heute Nachmittag wird das doch wohl besser, oder Uwe? Aber die Chancen, die Voraussetzungen sind gut. Allerdings habe ich ja immer gesagt, wir müssen fürchterlich aufpassen. Auch 3:0 ist so ein Ergebnis, wo man sehr vorsichtig sein muss. Und das werden wir hoffentlich sein. Am besten ist, wenn man gleich ein Tor hat, dann haben wir ein bisschen Ruhe im Spiel. Einen 3:0 Vorsprung bringen die Profis des HSV hier mit nach Moskau. Und den werden sie hoffentlich nicht verspielen, zumindest dann nicht, wenn sie es machen wie im Hinspiel. Spartak Moskau ist ein russisches Spitzenteam, das sich derzeit mit Vladivostok ein ganz heißes Rennen um die russische Meisterschaft liefert. Die liegen punktgleich an der Spitze der russischen Liga derzeit. Und das ist vor allen Dingen ein technisch enorm starkes Team, das es allerdings überhaupt nicht mag, wenn man ihm rustikal auf die Füße geht. Und genau das hat der HSV im Hinspiel gemacht im Volksparkstadion. Wenn Sie sich erinnern, vor 2 Wochen in strömendem Hamburger Dauerregen ein wunderbares 3:0 herausgeschossen durch Breitenreiter, Baron und Kovacevic. Baron vermissen wir hier übrigens. Er hat eine starke Erkältung und ist deshalb gar nicht erst mit nach Moskau gekommen. Wenn ich mir das hier so anschaue, wie es uns derzeit geht, ich glaube, seine Erkältung wäre auch nicht besser geworden. So, in Kürze geht's los mit dem Rückrundenspiel Spartak gegen den HSV. Reporter ist Gerhard Delling und er nutzt die Minuten vor dem Anpfiff, um ihn die beiden Teams etwas näher zu bringen. Spartak Moskau gegen den Hamburger SV wird Ihnen präsentiert von ARD und Kronbacher. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, so etwa aus der Nähe der HSV-Anhänger, die Sie da sehen. Wir sitzen ein kleines Stückchen höher, aber zum Glück in einer Kabine, die zwar nicht ganz beheizt ist, aber sicherlich etwas wärmer ist es hier als draußen, denn da weht dann doch ab und zu ein eisiger Wind. Der HSV wird sich vornehmen, das hat zumindest Felix Magath gesagt, von Anfang an wieder dagegen zu halten, denn der Platz ist in keinem allzu guten Zustand und das bringt dann natürlich Vorteile für diejenigen, die so richtig schön eng bei ihrem Mann stehen. Und das könnte so eine kleine Parallele zum Hinspiel sein. Sie sehen aber die HSV-Fans gut gelaunt. Die Aufstellung der Hamburger deutet darauf hin, dass Felix Magath keinesfalls daran denkt, hier etwas nach hinten zu spielen. Im Tor Richard Golz, das ist alles andere als Überraschung. Stefan Anschot und Jakob Fries-Hansen, die sollen sich hinten ein bisschen abwechseln. Dann Stefan Schnur mit der Nummer 5, Andreas Fischer nach dem guten Hinspiel mit der 13, Sven Kmetsch ist dabei und Jürgen Hartmann im Mittelfeld. Und dann sozusagen als Unterstützung der beiden Vorderleute Schupp und Schopp, Markus Schopp und Markus Schupp. Davor André Breitenreiter und Hasan Salihamidzic, denn es soll von vornherein gleich mit viel Offensivgeist zur Sache gehen, hat Felix Magath zumindest entschieden, denn er weiß, dass viel passieren kann im Europapokal. Beispielsweise hat er heute nochmal darauf hingewiesen, 1980, als der HSV 0:5 gegen Saint-Étienne verlor und das auch noch auf eigenem Platz. Wie das Ganze ausgedacht ist, können wir auch nochmal kurz sehen in der taktischen Aufstellung. Mit dem Libero auf Seiten des Hamburger Sportvereines mit Fries Hansen, so hat er sich das zumindest überlegt, der Felix Magath, und mit den beiden Sturmspitzen dann ganz vorne André Breitenreiter und Hasan Salihamidzic. Gut, wenn sie noch nicht fertig ist oder noch nicht kommen kann, schauen wir am besten mal auf den Gastgeber, der hier sozusagen ja auch auf fremdem Terrain spielt. Das ist keinesfalls das Spartak-Stadion, in dem wir uns befinden, sondern das von Lokomotive Moskau.
Spartak mit einem neuen Mann im Tor. Alexander Filimonov, ebenfalls ein ganz, ganz junger Mann, 21 Jahre alt. Da hat der Trainer sofort gehandelt, Georgi Jartsev. Als er nämlich gesehen hat vor zwei Wochen, dass es drei Gegentreffer gab, hat er gleich in der Halbzeit seinen bisherigen Schlussmann Nick Matulin herausgenommen und Filimonov hineingebracht. Ananko mit der 2, Sergej Gorlukovic, den kennen wir, und der hat hier auch schon dafür gesorgt, dass die Mannschaft immer noch um die Meisterschaft mitspielen kann im letzten Spiel. Jevsejev mit der 4, Lipko, das ist ein Ersatzmann, und da kommen wir auf den Kern der Sache heute auf Seiten der Gastgeber. Mamedov und Zimbala sowie Ketchinov sind alle drei verletzt, deswegen Lipko und auch Dujon dabei. Meleshin mit der 7, Alenichev mit der 8, Titov, das ist der Mann, der im Hinspiel erst etwas später eingewechselt worden war, aber für doch viel Angriffsschwung sorgen konnte. Und insbesondere er soll dafür sorgen, dass Schirko und Tichonov die Tore erzielen können auf Seiten von Spartak Moskau. Tichonov, der immerhin schon 14 Mal getroffen hat in der bisherigen laufenden Saison und der hier sowas ist wie der Hoffnungsträger am heutigen Tag, nachdem ein anderer, wie gesagt, wegen Verletzung, Zimbala nämlich, ausfallen musste. Er plagt sich schon seit der Europameisterschaft mit Leistenbeschwerden. Den haben sie hier zwar lautstark gefordert eben, die etwa 6000 Zuschauer hier im Lokomotive-Stadion von Moskau, aber der ist definitiv nicht dabei. So, schön schiedlich friedlich getrennt, ein etwas ungewöhnliches Bild. Auf der rechten Seite die Mannschaft des Hamburger Sportvereines, Stefan Anchaud, Sven Kmetsch, und angeführt vom Gespann der Unparteiischen, die sich auch ein bisschen wundern, dass die Hamburger da hinten herauskommen, die Mannschaft von Spartak Moskau. Schiedsrichter der Begegnung, Juan Roca. Er soll sich hier, der Spanier, für höhere Aufgaben empfehlen. War bisher in erster Linie so der vierte Mann bei internationalen Einsätzen. Zum Beispiel bei der Begegnung Italien gegen Tschechien oder auch Frankreich gegen die Niederlande. Und er hält bei diesem Spiel seine Bewährungsprobe. Der Mann ist 38 Jahre alt und hofft natürlich auch darauf, dass er es nicht allzu schwer hat. Allzu schwer dürfte er es nicht haben, der Mann in Schwarz und dunkelblau, wenn Sie das gut auseinanderhalten können bei Ihren Farbfernsehern. Wenn hier alles für den Hamburger Sportverein nach Plan laufen sollte, denn dann könnte es hier ganz schnell ganz ruhig werden. Bloß kein frühes Tor kassieren auf Seiten des Hamburger Sportvereines und nach Möglichkeit natürlich dann irgendwann mal eins erzielen, dann wäre die Sache eigentlich schon so gut wie erledigt. 3:0 das Hinspiel, zur Halbzeit sozusagen, durch die Tore von Breitenreiter, Beron und Kovacevic. Und davon fehlen heute zwei, beziehungsweise Kovacevic sitzt auf der Bank beim Hamburger Sportverein. Carsten Beron, haben Sie gerade gehört, aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung nicht mit nach Moskau geflogen. Und André Breitenreiter erhält eine erneute Chance neben Hasan Salihamidzic, der für so viel Angriffsschwung gesorgt hat, auch im DFB-Pokal beim TSV 1860 München. Allerdings ab und an noch etwas Cleverness im Ausnutzen der Torchancen vermissen ließ. Heute könnte das ja anders werden. Da haben wir den jungen Bosnier. Ich glaube, man darf gar nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen, wenn er mal eine Chance auslässt. 19 Jahre ist er jung und dafür eines der ganz großen Talente in der Fußball-Bundesliga. So, ein bisschen Verspätung haben wir auch schon. Also, Herr Roca ist noch gerade dabei, die Mannschaften abzuzählen. Aber jetzt könnte er dann durchaus anfangen, wenn denn auch sein Linienrichter den 16-Meter-Raum des Tores von Spartak Moskau verlassen hat. Hat nochmal genau geprüft, ob auch dort alles in Ordnung ist und der Elfmeterpunkt auch da ist, wo er hingehört. Nämlich 11 Meter von der Torlinie entfernt. Sergej Gorlukovic macht es richtig mit Handschuhen. Die haben die Hamburger sicherlich vergessen, denn mit solch einer Kälte, vor allen Dingen was die Feuchtigkeit anbelangt, durfte man nicht unbedingt rechnen. Mit der Nummer 6,
Das ist auf Seiten von Spartak Moskau Dujun gewesen. Auch ein ganz junger Mann, 19 Jahre. Und einer, der die Lücke jetzt schließen soll, was natürlich schwer fällt bei Spartak Moskau. Für den verletzten Zimbala, für Mamedov. Das sind die beiden akuten Nationalspieler. Und für Kechinov, der sich im Hinspiel, wenn Sie sich daran erinnern, beim Zusammenprall Knie an Knie mit Andreas Fischer so schwer verletzte, dass er wahrscheinlich sogar operiert werden muss. Saljamicic. Markus Schupp. Schönes Doppelpassspiel, aber sicherlich brotlos, denn kein Hamburger weit und breit, der nachgerückt wäre. Also Sie sehen, ein Abtasten findet gar nicht erst statt. Da wird gleich zugetastet. Und zwar in diesem Fall von Sven Kmetsch gegen Jegor Titov. Golukovic traut sich ansonsten selten in des Gegners Hälfte in den Meisterschaftsspielen. Aber wenn die hier überhaupt noch was holen wollen, die Spieler von Spartak Moskau, das weiß auch er, dann muss man auch mal etwas Risiko spielen. Und das heißt, dass Golukovic sicherlich des Öfteren mal nach vorne geht. Im Übrigen konnten Sie gerade nicht sehen, hat gleich mal so leicht den Ellbogen ausgefahren gegen Hasan Saljamicic. Um zu zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. Vielleicht ja die Hamburger, Breitenreiter. Das ist Stefan Schnoor und Uwe Seeler. Hat sich sicherlich wieder gut erholt vom Spiel heute Vormittag. War gar nicht zufrieden mit dem Ausgang. 1:5. Wenigstens der Ehrentreffer war ihm vergönnt. Golukovic, Kopfballsieger gegen Hasan Saljamicic. Das war ja im Hinspiel sozusagen die halbe Miete für den Hamburger Sportverein. Die Lufthoheit. Auch in des Gegners Strafraum. Mit der Nummer 2, das ist Ananko. Die russische Bank, allerdings nicht mit dem Trainer. Da sitzen einige Herrschaften, ich meine, der ist schon da, aber der war es eben nicht. Da sitzen einige Herrschaften aus dem Präsidium mit dabei. Schupp auf Schnoor, ganz gut gedacht, aber durchaus etwas durchschaubar für Ananko, der sich abwechseln soll hinten im Abwehrzentrum mit Golukovic. Golukovic zum zweiten Mal Kopfballsieger. Das gab es im Hinspiel eigentlich fast gar nicht. Fischer gegen Schirko. So, und an den Reaktionen
Auf der Tribüne sehen Sie, die Fans haben auf jeden Fall noch nicht aufgegeben. Mittlerweile dürften es auch hier ungefähr 6.000, 7.000 Zuschauer sein im Stadion von Lokomotive Moskau. Und etwa ungefähr 1.000 Mann vom Militär, so hat man zumindest das Gefühl, allgegenwärtig die Herren im Olivgrün. Hartmann unglücklich gegen Titov, da sitzen sie. Wie bei Alfred Hitchcock sah das vorhin aus im Film Die Vögel. Zuerst waren es 2-3 und dann wurde es auf einmal immer mehr. Tichonov mit der 11. Saliamidzic, der da gut ausgeholfen hat. Anchot, etwas leichtfertig jetzt. Kleine Spezialität, die ging aber ins Auge. Breitenreiter. Und das war der gute Gedanke und gut ausgeführt, der Wechsel auf die andere Seite zu Kmetsch. Das war eigentlich gar nicht so schlecht von Stefan Anchot, denn sonst wäre ihm dort Tichonov durchaus enteilt. Aber er erhält dafür eine gelbe Karte. Die erste übrigens im laufenden Wettbewerb für den Schweizer Nationalspieler. Deshalb momentan keine Gefahr. Ananko, der jetzt doch mehr hinten in dem Zentrum, im Abwehrzentrum von Spartak bleibt, und Golukovic, der immer wieder versucht, über die rechte Seite für Angriffsdruck zu sorgen. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass Saliamidzic ihm folgen muss und dem HSV vorne eine Offensivkraft zumindest zeitweise fehlt. Weggerutscht auf durchaus nicht feuchtem Rasen, aber so ein bisschen klamm ist er dann doch bei diesen Temperaturen und bei der Luftfeuchtigkeit, die in den letzten Tagen hier herrschte. Stefan Schnurr schickt den Markus Schupp da gleich mal weg. Das kann ich auch von hier, von der linken Seite. Wollen wir sehen. Er kann's. Saliamidzic diesmal im Kopfballduell unterlegen gegen Ananko. FCF ist das. Und immer wenn sie über die Außen kamen, das war auch im Hinspiel so, dann lauerte mal ein bisschen Gefahr, so wie jetzt vielleicht. Und das Tor! 1:0 durch Vladislav Dužun, der junge Mann, der im Hinspiel nicht dabei war. Und nun natürlich einen riesen Einstand feiert und genau das heraufbeschwört, was man beim HSV nicht haben wollte. 1:0 nach gerade mal 10 Minuten. Bitter, bitter. Und sofort muss Stefan Schnurr an die Seitenlinie zu Felix Magath. Bekommt neue Instruktionen, aber hier noch einmal. Schupp steht viel zu weit entfernt. Tja, wenn man es dann ganz genau nehmen will, dann könnte man sagen, dass Miljoschin auch noch mit am Ball war. Aber mehr unbewusst angeköpft wurde. Dieses Tor schreiben wir mal dem jungen Mann gut. Vladislav Dužun, 19 Jahre. Neueinkauf aus der Ukraine.
und der bringt neue Hoffnung für Spartak Moskau. Oh ja, aus dieser Perspektive gut zu sehen, der wäre wahrscheinlich gar nicht im Tor gelandet. Also, Co-Produktion. Ja, guck mal auf die Uhr, 10 Minuten waren es. Schopp mit gutem Einsatz. Sven Knetsch, Schopp, Saljamicic. Also da fehlt der Lange gegen diesen Langen hier natürlich schon. Der Carsten Behron gegen Alexander Filimonov. Der ist auch immer 1,90 Meter lang und hat dann noch die Haare, die Hände zum Ausfahren. Und das machte sich schon in diesen ersten Minuten bemerkbar. Da fehlt einer in der Spitze gegen die kopfballschwachen Spieler von Spartak Moskau, der die Stärke der Hamburger aus dem Hinspiel da vielleicht noch ein bisschen mit hinüberretten kann. Ananko und Golukovic äußerst sicher da hinten bisher. Problemlos. Das war planlos. Ja, die Kulisse ist natürlich da. Die wittern die Chance. Genauso wie die Mannschaft von Spartak Moskau sicherlich jetzt schon mal einen Gedanken mehr daran verschwendet, was denn sein könnte, wenn man zum Beispiel jetzt mal noch ein Tor nachlegen kann. Markus Schupp, der ja im Hinspiel nicht dabei sein konnte, wegen der gelb-roten Karte in der Partie gegen Celtic Glasgow. Und auf den sie schon ein bisschen bauen beim Hamburger Sportverein durch seine Erfahrung. Das hat man auch gegen Celtic gesehen. Kann er schon so manches Spiel entscheiden. Er kann eigentlich alles, kann aber manchmal leider auch alles schnell vergessen. Faire Geste dort nach dem Foul an André Breitenreiter von Lipko, der nicht sonst immer Ersatzmann ist, aber jetzt für Mamedov in diese Partie gekommen ist, eine Schlüsselrolle bekommen hat auf der linken Seite als Verteidiger gegen Breitenreiter. Jetzt hat er allerdings erstmal Geld bekommen. Die HSV-Bank,
Die steht da und da sitzen gar nicht so viele drauf. Im Gegenteil, im Augenblick niemand, denn auch dort steht Felix Mackert. Sondern alle sollen sich die ganze Zeit warm laufen. Das sind, wenn Sie gerade mal genau hingeschaut haben, und wir schauen da auch gleich hin nach diesem Angriff, Matthias Rose von den Amateuren, Valdas Ivanauskas, der natürlich gern gespielt hätte an der Stelle, wo er schon mal selber aktiv war, Bernd Hollerbach, Marjan Kovacevic und der zweite Torwart Holger Hiemann. Keiner da zum Kopfballspiel und die Faust auch nicht da, wo der Ball war von Filimonov. Kmetsch und Schopp, die sich dort von Dujun verladen lassen. Aber Hartmann sehr aufmerksam. Und nachdem er im Hinspiel so viel in der Defensive gearbeitet hatte, gegen Zimbala, nun gegen Tichonov eingesetzt. Tja, haben sie doch ein paar Zentimeter draufgelegt, die Mannen bei Spartak Moskau, wenn ich gerade mal sehe, Jäger und Titov, da stand jetzt Jürgen Hartmann bei ihm und wieder ein Kopfballduell gewonnen für die Gastgeber hier im ihnen auch nicht ganz heimischen Lokomotivstadion. Gefährlich, Überzahlspiel jetzt für Spartak Moskau. Sie stehen längst nicht so eng bei ihren Gegenspielern wie in der Begegnung im Volksparkstadion. Das kann ihm auch nicht gefallen, Felix Magath, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt darauf hinweisen, dass alles möglich ist und passieren kann oder soll man am besten gar nicht drüber sprechen? Erwähnt hat das dann aber doch. Ja, guter Schussversuch von Kmetsch, das haben sie gestern Abend noch geübt hier im Stadion. Immer wieder Torschüsse, auch mal aus der zweiten Reihe draufhalten. Und das kann der Sven Kmetsch, war schon sehr beeindruckend. Gestern hat er noch besser getroffen, als hier schon im Ansatz zu erkennen war. So, der Herr mit der Zigarette, das war er, im Anschnitt eben zu sehen. Georgi Jarzew, alles andere als der Trainer. Ganz rechts, daneben der zweite Vorsitzende von Spartak Moskau, der heute im Übrigen auch mitgespielt hat in der Mannschaft gegen Uwe Seelers Team. Gute Idee,
den Eckball so kurz auszuführen. Aber da hätten sie vielleicht früher mal bei Matthäus und Brehme zuschauen sollen in ihren Glanzzeiten. Da gab es ja so manch gefährliche Situation, die daraus resultierte. Die Mützen sind angebracht hier. Es wird langsam kälter. Auch gestern gab es schon gehörigen Bodenfrost. Und das wird uns in den nächsten, ja, ich denke sogar mal Minuten, dann auch irgendwann hier ereilen. Jürgen Hartmann sollte ein bisschen aufpassen. Ist schon gelb vorbelastet. Schön gelöst hat sich dort Alexander Schirko von Andreas Fischer. Und deshalb auch diese Schusschance. Schirko, der im Hinspiel auch nicht von Anfang an dabei war. Ein großes Nachwuchstalent, so sagt man. Aber einer, der auch unheimlich viele Chancen braucht, um dann mal sein Tor zu machen. Das war ein bisschen rüde, richtig erkannt von Juan Roca aus Valencia. Ein Newcomer bei der FIFA, vielleicht ja nach diesem Spiel und einer eindrucksvollen Leistung. Das hat er auf jeden Fall auch genau richtig gesehen. Gestrecktes Bein von Hartmann gegen Dujun. Schupp war's. Stefan Schnurr, der sich dort gerade verletzt hat hier. Zusammengeknallt ist er mit Alexei Miljoschin und hat offensichtlich einen Schlag bekommen gegen den Adamsapfel. Mit anderen Worten, da bleibt einmal ganz kurz die Spucke und vor allen Dingen auch die Luft weg. Aber jetzt auch sehr fair. Miljoschin, der sofort hingeht zu Stefan Schnurr. Shake hands. Und weiter geht's für beide. Schon ein bisschen bockig wie beim Rodeo, fährt er die Arme schon aus, obwohl der Gegenspieler noch gar nicht da ist. So, 25 Minuten sind um. Alles andere als glücklicher Spielstand. Das sieht er offensichtlich auch noch so. 1:0. Für Spartak Moskau, aus Hamburger Sicht meinte ich allerdings, was der Begegnung fehlt, ebenfalls mal aus der norddeutschen Sicht gesehen und gedacht, ist ein bisschen Ruhe am Ball, ein bisschen Ruhe in den Aktionen und vor allen Dingen ein viel konstruktiverer Spielaufbau, als wir ihn bisher verfolgen durften.
viel Bewegung bei Spartak. Und jetzt auch viele gute Ideen, die natürlich nicht alle so gut enden. Aber das sah schon ganz gut aus. Tichonow. Und wird sofort frenetisch angefeuert. Der Mann, der hier immerhin schon 14 Tore erzielt hat. Für Spartak Moskau in der laufenden Saison. Golukovic, der sich vornehmlich um die Bewachung von Hasan Salihamidzic kümmert und das bisher auch ziemlich eindrucksvoll geschafft hat. Er rackert viel, er arbeitet, versucht sich zu lösen, aber immer ist Golukovic ihm schon auf den Fersen oder wenn der mal nicht da ist, dann Ananko. Und da hatten sie ihn beide abgeschirmt. Sven Kmetsch, klasse gemacht. Aus vollem Lauf, trotzdem noch gebremst und lang gewartet und das Tor. Wunderbar. Super Einzelaktion und Ruhe bei Felix Magath von Sven Kmetsch. Hat sich herrlich durchgesetzt auf der rechten Seite, hat lange gewartet, bis er den Ball dann hineinspielt, hat genau geschaut. Und schauen Sie mal, allen fällt ein Stein vom Herzen. Gegen Titov klar durchgesetzt und dann noch mit viel Gefühl auf den heranstürmenden Markus Schupp. Ein wichtiges Tor. 29. Spielminute, 1:1 und alles sieht noch viel besser aus als vor dem Anpfiff dieser Begegnung. Weil es so schön war, noch einmal. Mit viel Gefühl und Effet. Und da kommt Markus Schupp. Vorhin stand er noch verkehrt, der Markus Schupp, gegen Dujun. Und nun steht der Gold richtig. So, damit müsste Spartak jetzt 4 Tore erzielen, um eine Runde weiterzukommen. Und im Augenblick wird Deutsch gesprochen auf den Rängen, laut und deutlich zu hören. Auf Wiedersehen skandieren die Hamburger Fans. Tichonow. Und selten spielt Spartak so zielstrebig über die Außenposition. Aber immer dann, Sie merken es auch jetzt, wird es gefährlich. Klare Sprache von Schnurr. Und alle raus. All seiner Routine absolut gefahrlos. Friis Hansen dazwischen, der dänische
Tja, hoffentlich bald wieder Nationalspieler, das wünscht er sich auf jeden Fall. Zuletzt war er nicht im Einsatz, aber durchaus berücksichtigt für den Kader. Hat ein paar Probleme mit einem ledierten Innenband, aber jetzt, sagen die Hamburger, haben wir endlich einen Verband gefunden, der ihm da helfen kann. Am Knie, und deshalb ist er heute auch dabei auf der Libero-Position. Hübsch vorgelegt und vorgearbeitet von Alenicev, aber dann doch ziemlich trostlos von Lipko abgeschlossen. Und der Trainer Georgi Jarzew wird ziemlich schnell reagieren, bringt einen Stürmer, wenn noch was zu retten ist, dann nur so. Vier Tore müssen sie, wie gesagt, noch erzielen, und es kommt einer, der wie fast alle anderen bei Spartak Moskau so richtig erfrischend jung noch ist. 21 Jahre, Wladimir Djubanov, der aber immerhin auch schon zweimal getroffen hat in dieser Saison. Noch müssen da ein paar sprachliche Barrieren überwunden werden mit dem UEFA-Beobachter. Hat aber jetzt geklappt, das heißt, gleich wird es die Auswechslung geben. Alle Mann bis auf den gegnerischen Torhüter jetzt in der Hälfte des HSV. Aber auch ganz schnell raus André Breitenreiter. Kmetsch rückt nach. Und Überzahlspiel jetzt für die Hamburger. Jetzt ordnend aufbauen. Schopp. Gute Aktion. Auch lang genug gespielt, bis der Ball ruhig und sicher war und Schopp die Chance hatte. Denn das war eine Chance, wenn auch mit hohem Risiko bedacht, durch diesen Seitfallzieher von Markus Schopp. So, und jetzt ist es perfekt. Auswechslung Nummer 1 auf Seiten von Spartak Moskau. Vadim Jevseev. Ein 21-Jähriger geht und ein anderer 21-Jähriger kommt. Nämlich mit der Nummer 15, Wladimir Djubanov. Der ist auch in dem Internat von Spartak Moskau. Da sind sie fast alle. Soll noch ein bisschen schreiben und lesen lernen, aber in erster Linie das Fußballspiel. Titov, schönes Anspiel auf den Neuner, auf Djubanov. Tja, der Abschluss, das soll sowieso so ein Manko sein, auch in der russischen Meisterschaft von Spartak Moskau. Lassen viel zu viele Chancen aus und deswegen hatten sie ein bisschen Probleme am letzten Spieltag. Übrigens der vorletzte der laufenden Saison, als man nur 1:1 spielte. So richtig locker sieht das jetzt aus beim Hamburger Sportverein, was das doch ausmacht, so ein Tor
gibt Selbstvertrauen, Ballsicherheit. Obwohl sie eigentlich ziemlich locker auch ins Spiel gegangen sein müssen bei den Straßen in Moskau. Mit den vielen Schlaglöchern wird man schon gehörig durchgeschüttelt. Und da müssen die Muskeln einfach locker sein auf dem Weg zum Stadion. Er setzt ihm ordentlich zu, der Sergej Gorlukovic, dem Hasan Salihamidzic. Gorlukovic übrigens ein Mann, der sein Geld schon lange wert ist bei Spartak Moskau, obwohl er erst in dieser Saison gekommen ist. Hat nämlich bei diesem 1:1 das entscheidende Tor geschossen für Spartak Moskau und damit das Tor aufgehalten für den Gewinn der Meisterschaft. Lipko planlos durch die Mitte, leichte Arbeit für den HSV. Da ist er unglücklich getroffen worden, der Hasan Salihamidzic von Ananko. Ringt immer noch nach Luft. Aber so ein Ball kann auch sehr belebend wirken. Ne? Da ist er wieder. Schirko, der schon lange den Ball haben wollte, aber Sven Kmetsch war ihm nicht von der Pelle gerückt. Jetzt hat er ihn mal ein paar Zentimeter gelassen. Das war eigentlich bisher immer eine gute Entfernung für Zimbala, hinter dem auch einige englische Clubs her sind. Aber der ist jetzt nicht dabei. Und deswegen muss ein neuer ran. Vielleicht ja Sergej Gorlukovic, der da bereit steht mit Tichonov. Nach seinem Torerfolg im letzten Meisterschaftsspiel. Gorlukovic kurz, dann ein bisschen zu lange gewartet. Schönes Arbeiten für die HSV-Abwehr. Gespielt jetzt. Titov mit der Möglichkeit. Fischer dazwischen und dann der Schiedsrichter. 41. Spielminute. Für meine Begriffe konnte man den geben. Diesen Elfmeter. Juan Roca jedenfalls hat keine Sekunde gezögert. Fischer im Tete-a-Tete, aber das war eher beiderseitig. Sagen wir mal so, glücklich die Entscheidung aus Sicht von Spartak Moskau. Im Übrigen kaum Proteste von Seiten des Hamburger Sportvereins. Tichonov zum 2:1.
Ja, keine Abwehrchance für Richard Gold. Und ein bisschen zufriedenere Minen beim Trainer, beim Georgi Jacek. Also 2:1, das heißt alles beim Alten, wie vor dem Anpfiff dieser Begegnung. 3 Tore müssen sie noch erzielen, die Mannen von Spartak Moskau, dann wären sie weiter. Und sicher ist auch, eine Verlängerung wird es nicht geben. Schopp. Breitenreiter konnte sich bisher noch nicht allzu gut in Szene setzen, holt aber jetzt gegen Dujun immerhin einen Eckball heraus. Der zweite im Übrigen für den Hamburger Sportverein, einen gab es auf der anderen Seite. Filimonov, doch mit einer Unsicherheit, den darf man auch festhalten oder wenigstens weiter herausboxen. Alenichev, bisher ziemlich defensiv eingestellt. Aber so ein Tor kann ja noch mal Flügel verleihen. Noch mal Mut machen auf Seiten von Spartak Moskau. Wollen wir nicht hoffen, dass es zu viel Mut gibt. Und vor allen Dingen keinen weiteren Treffer. Alexander Schirko. Ein U21-Nationalspieler. Und der beste Torjäger bei den Amateuren im vergangenen Jahr. 30 Mal hat er da getroffen. Ganz, ganz sicher der Lange. Ist natürlich immer ein bisschen herabschauend, der Richard Golz. Das ist nicht sprichwörtlich gemeint, sondern wortwörtlich. Bei 1,99 Meter. Klare Sache. Also die letzten Sekunden der ersten Halbzeit laufen. 2:1 führt Spartak Moskau. Eigentlich alles noch absolut im Lot für den Hamburger Sportverein, der vor allen Dingen nach dem frühen Führungstor in der 10. Minute durch Dujun oder sagen wir auch Meljoschin ziemlich schnell dafür sorgen konnte, Ruhe in die eigenen Aktionen zu bringen. Wieder ein bisschen mehr zur Sache ging, enger am Mann stand, frühzeitig störte und dann auch belohnt wurde durch die eigentlich erste richtig gute Aktion über die rechte Seite. Vorbereitet von Sven Kmetsch und abgeschlossen durch Schupp. Das 2:1 dann durch Tichonow nach dem Elfmeter, den man durchaus geben kann, aber nicht geben muss. Insgesamt gesehen, glaube ich, zufriedene Minen auf Seiten des HSV. Wir melden uns gleich wieder hier aus dem Stadion von Lokomotive Moskau. Geben jetzt aber erst einmal zu den Kollegen der Tagesschau nach Hamburg. Spartak Moskau gegen den Hamburger SV wird Ihnen präsentiert von ARD und Krombacher.
voraussichtlich bei 3,5% des Bruttoinlandprodukts liegen. Erlaubt sind aber nur 3%. Wenn die Prognose zutrifft, wäre das Milliardenloch im Haushalt für nächstes Jahr weit größer als von Finanzminister Weigel angenommen. Bundeskanzler Kohl setzt seine Asienreise mit einem Besuch auf den Philippinen fort, dem ersten eines deutschen Regierungschefs. Seine Delegation wird sich etwas verkleinern, weil 6 mitreisende Abgeordnete zur Bundestagssitzung morgen zurückfliegen. In seinem Amtssitz begrüßte Präsident Ramos den Gast aus der Bundesrepublik. Beide waren bei der Unterzeichnung eines Vertrages für ein Kraftwerk dabei, das die Firma Siemens bauen soll. Während des dreitägigen Aufenthalts von Kohl werden 2 weitere große Handelsverträge abgeschlossen. Die Regierung in Zaire hat den Ausnahmezustand im Osten des Landes verschärft. In den Krisenregionen der Provinz Kivu sind von sofort an öffentliche Versammlungen verboten, zivile Flüge wurden ausgesetzt. Die Kämpfe zwischen Regierungsarmee und Tutsi-Rebellen um Bukavu treiben immer mehr Menschen in die Flucht. Bei Goma sitzen mehrere hunderttausend Hutu-Flüchtlinge ohne ausreichende Hilfe fest. Bei einem Anschlag vor einem Polizeirevier in der osttürkischen Stadt Sivas sind heute mindestens 6 Menschen getötet worden, 9 wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren 3 Polizisten und 1 Zivilist unter den Opfern. Auch die beiden Attentäter, darunter eine Frau, die den Sprengstoff am Körper trug, seien getötet worden. Als Urheber des Anschlags verdächtigen die Behörden die militante kurdische Separatistenorganisation PKK. 30 Stunden nach dem Einsturz eines Hochhauses in Kairo sind 2 Frauen lebend aus den Trümmern geborgen worden, eine Amerikanerin und eine Ägypterin. Die Zahl der Überlebenden des Unglücks hat sich damit auf 21 erhöht. Es werden aber noch an die 100 Bewohner des Hauses vermisst. Suchhunde des Deutschen Roten Kreuzes helfen seit heute den Bergungsmannschaften. Bundespräsident Herzog hat den Truppenübungsplatz der US-Armee im fränkischen Grafenwöhr besucht. Es war Herzogs erste Visite einer amerikanischen Militäreinrichtung in Deutschland. Er wurde begleitet vom Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, General Jouven. Der Bundespräsident besuchte ein Simulationszentrum des Übungsplatzes. Außerdem verfolgte er eine Übung im Gefechtsschießen. Das Wetter, es bleibt überwiegend regnerisch und stürmisch. Erstmals in diesem Herbst wurde für die Nordseeküste Sturmflutwarnung gegeben. Mit Auflockerungen kann morgen nur im Westen und Südwesten gerechnet werden. Die Tagesschau meldet sich wieder um 17 Uhr. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. 2:1 liegt der HSV bei Spartak Moskau. Im UEFA-Cup-Rückspiel hier zurück. Bei mir ein Europacup-Held des HSV von vergangenen Tagen, heutiger Manager Bernd Wehmeyer. Wollen wir uns gleich mal kurz die Highlights der ersten Halbzeit zusammen anschauen. Da war es in der 10. Minute, als der HSV noch nicht so richtig bei der Sache war, hatte man so das Gefühl. Da gefehlte die Aggressivität des Hinspiels, als Alainichev die HSV-Abwehr durcheinander wirbelt. Und dann? Ja, man sieht, er wird auf dem Flügel, wird der Abwehrspieler jetzt ausgespielt. Und eine schöne Flanke und er vollendet dann. Ich denke mal, wir haben recht gehabt. Wir waren in der ersten Viertelstunde nicht ganz im Bilde, weil einfach die Aggressivität vom Hinspiel fehlte. Und dann passieren natürlich solche Tore. Und jetzt schauen wir mal, wir dachten ja eigentlich, der Achter wäre es gewesen. Schade, das hätte ich gerne noch gesehen, Vadim Dujun. Der hat aber seinen Mitspieler angeköpft, Alexej Miloshin. Und der hat den Ball dann erst ins Tor geleitet. Der ist uns nämlich gar nicht erst reingegangen. Markus Schupp stand ein bisschen weit weg von seinem Gegenspieler in dem Moment. Macht er dann aber 19 Minuten später in der 29. wieder gut. Folgende Szene. Das war sehr schön gemacht auf dem Flügel von Sven Kmetsch, der die Übersicht behält, wunderbar reinflankt und der Markus Schupp vollendet. Das war ein sehr schönes Tor und wir haben nach den ersten 15 Minuten kontrollierter und ruhiger gespielt und haben das Spiel dann eigentlich ganz gut im Griff gehabt und offen gestalten können. Was natürlich beim ersten Tor auch dazu kam, muss man sagen, die Bodenverhältnisse sind etwas schwierig. Der Platz scheint sehr glatt zu sein. Des Öfteren sind Spieler ausgerutscht. So kam auch man hat es sowohl vor dem ersten Tor als auch bei unserem Ausgleich gesehen, dass die Spieler auf den Flügel mit einer Körperbewegung den Abwehrspieler ins Leere laufen ließen und dann so die Tore vorbereiten konnten. In der 41. Minute ist wieder einer ausgerutscht, sehr zum Ärger des HSV. Da war es ein vermeintliches Foul. Schauen wir es uns zusammen an. Bernd Wehmeyer hat es selber gar nicht gesehen, weil er da gerade unterwegs war. Fischer gegen Alainichev. War es ein Foul? Nein, absolut kein Elfmeter. Ich glaube, das war ein Witz, also da einen Elfmeter zu pfeifen, denn
ich sag mal, das war ein ganz normaler Zweikampf, wo beide, ich sag mal, mit angelegten Armen ein bisschen gerempelt haben vielleicht, aber... Fischer sagt nein, Felix Magath sagt auch einen Witz. Und dann kam das 2:1 durch Andrei Tichomas. Zwei Tore müssen sie noch schießen, die Russen, dann sind sie raus. Ja, da haben sie recht, aber ich glaube, nein, sie müssen drei Tore noch schießen, weil bei 4:1 reicht ja nicht, richtig. Also sie müssen schon noch drei Tore schießen. Ich denke, wenn wir so wie in der letzten halben Stunde der ersten Halbzeit weiterspielen, in der zweiten Halbzeit, dann werden wir unsere Konterchancen bekommen, denn die Spartak muss alles riskieren. Sie müssen zwangsläufig hinten aufmachen. Für uns ist wichtig, dass wir die Ruhe bewahren, dass wir am Ball ruhig bleiben, dass wir nicht hektisch werden. Und ich denke, mit der entsprechenden Übersicht, dann werden wir unsere Konterchancen bekommen. Wir müssen sie halt dann auch nutzen, dann ist mir eigentlich nicht bange. Im HSV-Kader gibt es einen, der in diesem Stadion mal zu Hause war, weil das Ivanauskas hat mal für Lokomotive Moskau gespielt. Glauben Sie, der kommt in der zweiten Halbzeit? Ja, ich denke, der Felix Magath wird ihn in der zweiten Halbzeit noch einwechseln. Der Waldas hat ja am letzten Samstag das erste Mal wieder gespielt in der Bundesliga, eine Halbzeit. Er war lange verletzt und er ist sicherlich noch nicht in der Lage, über volle 90 Minuten zu marschieren. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er noch in den letzten 20 Minuten zum Einsatz kommt und natürlich hier, gerade hier in Moskau beweisen will, was er drauf hat. Und ich hoffe, am Ende wird es für uns reichen für die nächste Runde. Ich habe schon am Anfang angedeutet, Sie sind ein Europacup-Feld vergangener Tage, haben 83 mitgewirkt, als der HSV den Landesmeistercup geholt hat. Was unterscheidet diese Mannschaft denn noch von Ihrem damaligen Team? Naja gut, die Mannschaften, das ist immer schwer, Mannschaften zu vergleichen, die mehr als 10 Jahre auseinander liegen. Wir hatten natürlich in der damaligen Mannschaft sehr starke Einzelkönner mit Felix Magath, mit Manny Kals, mit Horst Rubesch, einen absoluten Goalgetter. Und ich denke, unsere heutige Mannschaft ist in der Mannschaft stark, also im Team stark. Und sie müssen zusammenhalten, jeder muss für den anderen da sein. So wie es wir auch in den letzten 20 Minuten, glaube ich, der ersten Halbzeit praktiziert haben. Und dann, denke ich, werden wir die nächste Runde erreichen können. Alles Gute dafür. Frieren Sie ein bisschen weiter auf der Tribüne. Wir, meine Damen und Herren, vielen Dank für den Besuch. Melden uns gleich wieder mit den zweiten 45 Minuten hier aus Moskau. Bis dann. So you're out there on the track. There can be no turning back. Der Zeit davonfahren. Immer alles geben. Und den Erfolg, den Geschmack des Sieges teilen. Mit Brinkhoffs Nummer 1 und guten Freunden. Mit Brinkhoffs Nummer 1 auf die Nummer 1. Ja, das ist... Ja, Koppenrad? Wiese, ich glaube, die goldenen Zeiten sind vorbei. So? Ich meine die, als man noch genießen konnte. Ach ja? Ich glaube, Koppenrad, die goldenen Zeiten beginnen gerade erst. Neu aus der Konditorei Koppenrad und Wiese. Unsere Goldstücke, knusprig leckere Brötchen. Nach guter alter Tradition gebacken und Konditor frisch tiefgefroren. Kurz aufwärmen und... So können Brötchen schmecken. Ja. Keine andere Altersvorsorge wird so gefördert wie das eigene Zuhause. Zum Beispiel mit 64.000 Mark in 8 Jahren bei 2 Kindern. So happy together. Altersvorsorge mit dem eigenen Zuhause. LBS, die Bausparkasse der Sparkassen. Ja, viele glauben, es liegt am klaren Wasser, an der frischen Luft. Oder man sagt, es ist wegen der cremigen Alpenmilch. Aber wenn du mich fragst, Herzl, liegt es daran, weil es hier oben, wo die Milch herkommt, ganz nah am Himmel ist.
Moskau liegt gegen Spartak Moskau mit 2:1 hinten. Das ist aber noch nicht so schlimm, denn schließlich hat man das Hinspiel im Volksparkstadion mit 3:0 gewonnen. Es ist ein Fußballnachmittag heute in der ARD, denn nach diesem Spiel geht es nahtlos weiter. Zusammen gesehen. Ein kleines Highlight ist Ihnen, glaube ich, entgangen. Das konnten Sie ja auch in unserer Übertragung vom Ton ja nicht hören. Ich stehe hier direkt vor dem Fanblock von Spartak Moskau und die Jungs haben wirklich, wirklich Humor. Wissen Sie, was sie immer brüllen hier, wenn sie unzufrieden sind? St. Pauli, St. Pauli. Nicht schlecht. Ich gebe jetzt kurz ab an meinen Kollegen Andreas Kecke, bevor es mit den zweiten 45 Minuten weitergeht. Ja, danke. Und hier ist Uwe Seeler. Gerade noch von den Fans hier angegangen. Uwe Seeler, gerade um den Gefrierpunkt war es trotzdem ein bisschen erwärmend für das Spiel des HSV. Ja, sicherlich. Wir wussten ja, dass das kein leichtes Spiel hier wird, ist klar. Spartak Moskau versucht alles, das ist auch richtig. Beim 1:1 waren wir wieder wohler. Jetzt das 2:1, gut, das habe ich nicht gesehen. Ich meine, es war kein Elfmeter. Gut, das ist Sache des Schiedsrichters, nützt ja auch nichts. Aber ich sage einfach mal, unsere Mannschaft muss jetzt noch höllisch aufpassen. Und dann hoffe ich, dass wir das schaffen und eine Runde weiterkommen. Aber es wird im HSV heute nicht so gehen wie Ihnen heute Morgen. 1:5 gegen das Präsidium von Spartak Moskau verloren. Ja, wir haben nicht gegen das Präsidium gespielt, sondern wir alles gegen gute Fußballer, frühere Nationalspieler mit meinem Präsidium. Und das macht schon den Unterschied aus. Aber es hat Spaß gemacht, es war ja nur ein Joke. Ich hoffe, dass wir heute, das ist wichtiger, hier über die Runden kommen. Allerdings wird es noch ein heißer Tanz, zweite Halbzeit. Wir müssen fix aufpassen. Wir hoffen, dass es so weitergeht für den HSV. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten. So, meine Damen und Herren, wir machen weiter mit der zweiten Halbzeit. Gleich geht's los, geht hoch zu Gerd Delling. Spartak Moskau gegen den Hamburger SV wird Ihnen präsentiert von ARD und Krombacher. Tja, da haben heute Morgen natürlich schon ein paar sehr Bekannte mitgespielt auf Seiten von Spartak Moskau. Neben Romanzev auch Radionov oder Scherenko und noch ein paar illustre Männer mehr. Für die Gastgeber hier und beim HSV ist man sich ganz klar einig, das war kein Elfmeter, aber natürlich haben die schon im Vorwege ein kleines Tete-a-Tete miteinander gehabt dort. Insgesamt glaube ich auch eine glückliche Entscheidung für Spartak Moskau, gegen die im Übrigen allerdings beim Hamburger Sportverein auf dem Feld kein einziger Spieler protestiert hat. Also hoffen wir, dass das gar nicht weiter ausschlaggebend ist für diese Partie. So ein Duselelfer. Und das bedeutet, dass dem HSV das, was in der ersten Halbzeit geschah, nicht wieder passieren darf. So nach 10 Minuten jetzt ein weiteres Gegentor. Eine Auswechslung, zwei sogar, hat es gegeben beim Hamburger Sportverein. Marjan Kovacevic ist jetzt dabei. Gekommen für Stefan Anchaud. Hoffentlich ist der nicht angeschlagen. Und dann ist, und das wird ihn besonders freuen, hier auf diesem Grün, auf dem er schon einige Jahre gespielt hat, Valdas Ivanauskas mit im Spiel. Da haben wir ihn. Der Mann aus Litauen, 6,5 Jahre war in Moskau. Unter anderem eben auch bei Lokomotive Moskau und hat sich heute in der gleichen Kabine wiedergefunden wie damals. Und dieses Shake Hands, auch ganz klar, weil er den gut kennt, den Sergej Golukovic. Weil das Ivanauskas, der so richtig brennt auf seinen Einsatz hier. Vor einem Publikum, das ihn noch bestens kennt. Denn er musste Autogramme schreiben hier, das glaubt man gar nicht. Der begehrteste Spieler auf Seiten des HSV für die Fans. Tichonov. Oh, herrlich gemacht von Titov.
Und das hätte genau nicht passieren sollen. Klasse Einzelaktion von Titov, der auch schon im Hinspiel, obwohl erst spät eingewechselt, auf sich aufmerksam gemacht hatte. Und dann merkt man, wo das Pech liegt von Djubanov. Er ist einfach hier mit der Nummer 15. Er ist einfach ein paar Zentimeter zu kurz. Sonst wäre an diesem Ball sicherlich noch herangekommen. André Breitenreiter immer für ein Tor gut, aber so langsam könnte er dann auch eins machen. Hatte bisher einen schweren Stand dort gegen die aufmerksame Abwehrarbeit. Insbesondere meist von Ananko, aber auch Dujun hat da immer mal wieder ausgeholfen. Alenichev, auch er hat bei Lokomotive Moskau schon gespielt. 1993 wechselte er von dort zum Nachbarn Spartak Moskau. Immer wieder Titov und Tichonov gegen Fischer. Sie sind zwar in der Überzahl im eigenen 5-Meter-Raum, die Hamburger, aber da brennt es natürlich momentan lichterloh. Zunächst das gewonnene Duell gegen Andreas Fischer und dann zum Glück auch ein weiteres gewonnen von Sven Kmetsch gegen den heranstürmenden Djubanov. Viel Übersicht bei Titov. Dujun. Und Lipko, der viel zu wenig macht aus seinen Freiheiten. Ivanauskas war sogar ein bisschen schneller als Ananko. Hat aber ein bisschen nachgeholfen. Valdas Ivanauskas hat in die Kabine geguckt. Es ist haargenau die gleiche von damals. Denn Spartak Moskau ist hier in diesem Stadion in die Gästekabine gegangen. Das heißt immer noch Sessel mit Lederersatz. Das alles in schönem Rot. Alenichev. Hartmann immer bei ihm und sehr, sehr aufmerksam. Hat ihn bisher gut abmelden können. Und kam hier für meine Begriffe ein bisschen von der falschen Seite.
Tja, wenn sie so ruhig sind, die Zuschauer, dann ist das für die Hamburger ein gutes Zeichen. Und sie dürften so ruhig bleiben, wenn in den nächsten 20 Minuten alles so bleibt, wie es ist. Man soll ja nichts beschreien und auch Felix Magath hat immer wieder darauf hingewiesen, dass zwar alles möglich ist, aber durchaus nur im seltenen Fall. Titov auf Tichonov. Aber Chancen haben sie jetzt natürlich schon, um hier das Spiel doch noch mal herumzudrehen. Ganz auffällig, dass die rechte Abwehrseite längst nicht mehr so aufmerksam arbeitet wie in der ersten Halbzeit. Tichonov kommt dort zu Chancen, das Spiel vorzubereiten und vielleicht auch sogar zu entscheiden. Tja, dieses Gesicht spricht Bände dort in der Mitte. Von dem Mann, der am 5.11. seinen 60. Geburtstag feiert. Schirko gegen Kovacevic. Der muss auch erstmal die Erfahrung machen mit dem offensichtlich doch sehr rutschigen Untergrund. Felix Magath hat so einen kleinen Wettbewerb angefangen mit dem UEFA-Beobachter. Stürmt immer unter dem Glasdach hervor. Und das gefällt dem dann wiederum gar nicht. Der stürmt dann auch aus seiner Glaskabine und weist darauf hin, dass Felix Magath doch sich lieber setzen sollte. Georgi Jarzew mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Mit seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende auch nicht. Bei dem 1:1 wurde ein wichtiger Punkt verschenkt und so steht man jetzt punktgleich mit Vladikavkaz an der Tabellenspitze vor dem allerletzten Spieltag. Und sollten beide Mannschaften gewinnen, gibt es hier am Ende der Saison, die dann also im November endet, ein Entscheidungsspiel zwischen Vladikavkaz und Spartak. Ivanauskas allein auf weiter Flur. Muss er auch ganz allein versuchen. Es blieb beim Versuch. Durch die Beine von Tito, frech gespielt bei Schupp. Und wenn der Ball so läuft, dann wird es gefährlich. Viele Doppelpässe im Spiel bei Spartak Moskau. Im Hinspiel kamen sie gar nicht so recht dazu, aber wenn da erstmal Fluss drin ist, dann gibt schon die eine oder andere Chance, Großchance muss man sagen, für Spartak Moskau. 3 an der Zahl hatten wir bereits gesehen in dieser zweiten Halbzeit.
Gut gesehen von Ivan Ausgas, klasse gelöst von Hartmann. Aber das war schwach in den Rücken gespielt. Also die große Sturm- und Drangphase bei Spartak Moskau scheint vorbei. Der HSV brauchte so einen kleinen Muntermacher offensichtlich. Jetzt ist auch Fischer wieder zur Stelle gegen seinen Widersacher Tichonow. Nach der ersten Viertelstunde in der ersten Halbzeit, da war beim HSV gut zu beobachten, dieses Ziehharmonika-System. Das heißt, alle ziehen sich zurück, wenn der Gegner den Ball hat, und alle versuchen, mit nach vorne zu stürmen, wenn der Ball dann gewonnen wurde. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Alle HSV-Spieler denken zwar nach hinten mit, aber nach vorne in die Offensive, da tut sich nicht allzu viel. Auch Salihamidzic hat sich jetzt sofort nach hinten orientiert. Also ganz offensichtliche taktische Maßgabe Sicherheit beim Hamburger Sportverein. So, da gibt es den nächsten Offensivgeist für das Spiel von Spartak Moskau. Das Supertalent, wie sie ihn hier schimpfen. Alexej Miljoschin geht raus aus dem Spiel und mit der Nummer 13 kommt der Nachwuchsmann Artan Bezrotny hinein. Der jüngste Spieler auf Seiten von Spartak Moskau, mittlerweile 17, mit 15 wurde er aus der Ukraine geholt. Das Ivan Ausgas. Das sieht nicht gut aus. Der sich bei diesem Passversuch sofort an den Oberschenkel griff. Ohne Einwirkung eines gegnerischen Spielers. Liegt immer noch da, der Valdas Ivan Ausgas. Das war ein Schuss von Lipko. Tja, das sieht alles andere als gut aus. Kommt überhaupt nicht auf die Beine. Der Mann, der sich so gefreut hatte auf diesen Einsatz hier. Im November 1990 hat er sein letztes Spiel hier gemacht.
war zuvor für ZSKA Moskau und eben für den Heimverein hier für Lokomotive im Einsatz. Im Hinspiel war er bereits verletzt, das war ach so bitter für ihn und jetzt haben sie gesehen, da geht nichts mehr. In der russischen Mannschaft gibt es auch Veränderungen. Jetzt ist er wieder verletzt. Ja, aus dieser Szene nicht mehr zu sehen, sondern nur zu erahnen. Er wollte einfach nur einen geraden Pass spielen, aber genau das klappte nicht. Ob er da vielleicht ein bisschen in den Rasen getreten hat. Ferndiagnosen sind sowieso immer meist mangelhaft, aber das sah zumindest schlimmer aus als eine kleine Zerrung oder ähnliches. Tja, bitteres Ende für ihn, für Valdas Ivanauskas. Hoffentlich nicht allzu langwierig diese Verletzung, obwohl ich kaum dran glauben mag. Für ihn wird gleich Bernd Hollerbach in die Begegnung kommen, der auch nicht ganz frei war von Problemen und deshalb erst einmal geschont wurde. Da haben wir Bernd Hollerbach. Hat einige Sorgen mit seiner Achillessehne. Das ging zwar so die letzten Tage, hat auch gestern fleißig mittrainiert, aber so ganz befreit ist er offensichtlich immer noch nicht. Und Felix Magath hätte eigentlich, vor allem gerade bei diesem Spielstand, dem Bernd Hollerbach einen Einsatz heute erspart. Eckball Nummer 3 für den Hamburger Sportverein. Und der erste Ballkontakt für Bernd Hollerbach. Das war wohl noch etwas zu früh. Schnorr sehr agil, arbeitet viel auf der linken Seite und hat die eigentlich auch ziemlich gut im Griff gehabt während dieses Spieles. Während auf der rechten Abwehrseite sich doch insbesondere kurz nach dem Seitenwechsel so die eine oder andere Lücke auftat, die Andreas Fischer mittlerweile aber wieder geschlossen hat. Fries Hansen gut zu beobachten, dort sehr aufmerksam, schaut links, schaut rechts, versucht immer die Lücke zuzumachen, musste eben mal kurzfristig auch als Manndecker aushelfen. Ja, viel Platz hier.
für die Fans des Hamburger Sportvereines und ihre Utensilien, die sie mitgebracht haben. Nächste Auswechslung bei Spartak Moskau. Mit der Nummer 12 Konstantin Golovskoi, der im Übrigen im Hinspiel eigentlich schon von Anfang an gespielt hatte, dann aber später ausgewechselt wurde. Und die Chance für André Breitenreiter. Schade, war eine gute Möglichkeit, auch wenn es zunächst gar nicht so aussah. Aber dann war Golovskoi schon bei ihm. Hinausgegangen aus der Begegnung ist Lipko. Und mit dem richtigen Blick Schnur und dann Hollerbach. Jetzt hat er auch mal wieder Platz für seine Vorstöße, Andreas Fischer. Diese überzeugend waren im Hinspiel und auch dies sieht ganz gut aus. Schöner Flankenwechsel von Tichonov. Nicht ganz fair von Schnur gegen Alenichev. Tja, kalt ist es, da können einem schon mal die Gesichtszüge ein bisschen einfrieren hier auf der Tribüne. 70 Minuten sind rum und der HSV liegt mit 1:2 zurück bei Spartak Moskau und damit kann man eigentlich auch schon mal ein bisschen Entwarnung geben. Haben das Spiel gut im Griff jetzt die Hamburger, ohne dabei selbst allzu viel tun zu müssen. D-Mark Prämie gibt's für das Erreichen der nächsten Runde pro Mann und Nase. Das heißt, der Abend hat sich trotz der Kälte hier gelohnt. Abend aus russischer Sicht. Wir sind ihnen ja 2 Stunden voraus. Schön gemacht von Schupp. Mal kurz und trocken durch die Beine gespielt. Und da wusste dann Golovskoi nichts anderes mehr zu tun, als so einzusteigen. So, und am liebsten wäre der Marjan Kovacevic jetzt wieder mit nach vorn geeilt, wie im Hinspiel bei der Ecke. Jetzt muss er hinten bleiben, dafür ist Hartmann da. Im Heranfliegen hat er den Ball noch gerade getroffen. Hat ja auch ein bisschen Platz da vorn für seinen Kopfball. 2:2 durch Jürgen Hartmann.
und krasse Unaufmerksamkeiten in der Abwehr bei Spartak Moskau. Schauen Sie mal. Allein stehen gelassen von Titov, aber auch schön abgehoben von Jürgen Hartmann. Da muss man erstmal reinfliegen. Ein bisschen Glück gehört natürlich auch immer dazu. Aber dieses 2:2 beruhigt dann wohl sicherlich auch die letzten etwas vielleicht genervten Gemüter beim Hamburger Sportverein. 2:2. Das ist etwas, was eine Mannschaft auch geschlossen machen kann. Wenn zum Beispiel die Defensivspieler sich durchaus immer mal wieder gute Noten verdienen. Und zwar auch in der Offensive. Andreas Fischer haben wir gerade gesehen. Der hat heute weniger Zeit für solche Ausflüge auf der rechten Seite. Aber Kovacevic war es im Hinspiel. Der Gewinner der Partie, muss man eindeutig sagen, der das 3:0 markiert hatte. Ein, wie wir heute schon nach 10 Minuten bemerkt haben, äußerst wichtiges Tor. Denn sonst wären die Hamburger sicherlich etwas nervöser geworden, wenn das nicht gefallen wäre. Und dieses Mal ist es halt Jürgen Hartmann. Der Alenicev nach wie vor nicht von der Pelle weicht. Ist die Luft raus und kommt vielleicht wieder ein bisschen rein beim HSV. Breitenreiter. Der schimpfte gerade noch mal wie so ein Rohrspatz, aber in erster Linie wohl über sein Pech eben bei der Aktion. Möchte natürlich noch einmal nachhaltig auf sich aufmerksam machen, der junge Mann im Sturm des HSV. Im Übrigen, von den Stürmern, die dabei sind, ist er der absolut erfolgreichste mit 3 Treffern in der Fußball-Bundesliga. Immer wieder durch die Mitte der Versuch bei Spartak Moskau. Und das macht die Arbeit leicht. So wird es schon gefährlicher. Georgi Jarzew. Noch engagiert. Der kann sehr rigoros durchgreifen, der Trainer von Spartak Moskau. Zuletzt hat das ja sein Torhüter Nikmar Tulin zu spüren bekommen. Spielt auf Schub, der wollte den Ball haben und bekommt ihn von Fischer. Gute Möglichkeit. Jetzt kann man auch noch ein bisschen was für das Selbstvertrauen tun auf Seiten des HSV.
spielen, den Ball laufen lassen und spielerisch die nächste Runde erreichen. So zum Beispiel. Kovacevic gegen Schirko und dann kommt Fischer und hilft doch mal aus unter Freunden und schon ist die Sache bereinigt. Drei Hamburger gegen vier Spartak-Spieler, Hollerbach. Nun kommt Schnurr noch dazu und die Riesenchance für Hasan Salihamidzic. Ja, das meine ich mit Selbstvertrauen gewinnen. Er hat so große Möglichkeiten ausgelassen im DFB-Pokal, die muss man sich allerdings auch erstmal erarbeiten. Das sieht zumindest auch sein Trainer Felix Magath so. Aber eben, das war wieder eine von diesen Riesenmöglichkeiten. Und davon muss er irgendwann einfach mal eine verwerten. Eigentlich Handspiel von Titov. Aber herrlich aufgelegt für Alenichev. Ein bisschen zu lang der Ball für den ehemaligen Spieler von Lokomotive Moskau. Ivanauskas nach Kurzeinsatz und ziemlich arg aussehender Verletzung schon wieder draußen. Gar nicht erst mitgeflogen waren die verletzten Hubchev, Jenig, Harald Spörl und Carsten Behron. Der Stürmer des HSV hat ein bisschen Pech mit einem Magen-Darm-Virus. Wird aber vielleicht da, gerade nach diesem Spiel, das er sicherlich daheim sieht, bald wieder auf dem Wege der Besserung und Genesung sein. Und dann fehlt natürlich noch Rodolfo Cardoso, der ja immer noch nicht spielberechtigt ist, sondern das erst ab dem Viertelfinale. André Breitenreiter, jetzt hat er die Möglichkeit. Aber Filimonov hat etwas gegen sein Erfolgserlebnis. War auch schon ein ziemlich schwerer Winkel für diesen Schuss. Es bleibt beim 2:2. Hübsches Ergebnis für den Hamburger Sportverein. Ohne Mühe ziehen wir mal die erste Viertelstunde der ersten Halbzeit und die ersten 10 Minuten der zweiten ab. Da stimmte es noch überhaupt nicht in der Hintermannschaft. Da standen sie noch längst nicht so eng bei ihren Gegenspielern. Und da hatten sie auch bei weitem keine Möglichkeit. Aber danach wurde das Spiel weitaus konzentrierter geführt von den Hanseaten. Und Chancen ergaben sich eigentlich folgerichtig. Und auch von ihm kaum noch was zu sehen nach seiner, müssen wir wohl sagen, Torvorbereitung.
Tja, zwei Mann helfen sich jetzt gut gegenseitig, die Hamburger. Hasan Salihamidzic. Tichonov und Alenichev, die Erfahrenen. Und jetzt auch noch Gorlukovic bei Spartak Moskau. Die sollen noch ein bisschen was richten und für Gefahr sorgen. Ansonsten ja alle blutjung auf Seiten von Spartak Moskau. Eigentlich aufgestützt von Dujun, nicht geahndet vom erfrischend unauffälligen Schiedsrichter Juan Rocca, sehen wir einmal von dem Elfmeterpfiff ab, mit dem die Hamburger sicherlich nicht einverstanden gewesen sind. Aber ansonsten hat er seine Sache wirklich gut gemacht. Kein Abseits, denn Schnur war noch in der eigenen Hälfte. Filimonov sehr aufmerksam und jetzt mit Sonderbeifall bedacht. Das ist der junge Mann, der seine Chance nutzen will. Er kam erst in dieser Saison von Textil Kamuschin. Galt so in der vergangenen Serie als bester Nachwuchstorwart in ganz Russland. Umständlich jetzt Spartak mit Tichonov und gut postiert Stefan Schnur. Gegen Gorlukovic. Hatte er ganz gut gelöst, nur die Flanke war nicht dementsprechend. Und auf der anderen Seite war er hier schon, Andreas Fischer eben im Bild gesehen, weit nach vorn geeilt. Die letzten vier Minuten jetzt sicherlich auch so ein bisschen unter der Maßgabe Schonung für die Fußball-Bundesliga. Da muss der HSV nämlich zum Nordderby, zum SV Werder Bremen. Und vor allen Dingen natürlich möglichst keine gelben Karten mehr zu riskieren. Insbesondere Jürgen Hartmann muss da aufpassen. Hatte diesen Wettbewerb schon einmal gelb gesehen. Und auch Marian Kovacevic. Was bleibt für den HSV? Die schöne Erkenntnis, dass man sich auf Europas Bühne doch ziemlich eindrucksvoll wieder zurückgemeldet hat. Nach dem Erfolg über Celtic Glasgow, nach dem 3:0 vor allen Dingen im Hamburger Volksparkstadion gegen Spartak Moskau
und nach dem bisherigen zumindest 2:2 hier in Moskau. Es heißt, er braucht zu viele Chancen, der Schirko. Macht zu wenig daraus, aber heute hatte er kaum einmal eine richtige Einschussmöglichkeit. Wieder mal ein Ausflug von Schnurr und wieder mal eine Chance für Breitenreiter und Salihamidzic. Also beglückwünschen wollte er sich da nicht lassen von dem Zuschauer. War halt mit vollem Risiko, aber ein Erfolgserlebnis wäre ihm so langsam mal zu gönnen. Denn in der Vorbereitung, in dem Erarbeiten von Torchancen, da ist er wirklich sehr gut zu Fuß, der Hasan Salihamidzic. Nur nutzen müsste er noch die eine oder andere besser. Mit diesem Pfiff meldet sich Juan Roca mal wieder zurück in das Spiel. Der Schiedsrichter etwas unverständlich, diese Entscheidung. Aber noch einmal eine Chance für Spartak Moskau. Tichonov in den Moskauer Himmel. Insgesamt gesehen hat diese Mannschaft eigentlich enttäuscht. Spartak Moskau hochgehandelt, vor allen Dingen nachdem man sie beobachtet hatte auf mehreren Videos. Felix Magath hat immer wieder darauf hingewiesen, die sind alle perfekt am Ball. Aber gerade von diesen Perfekten, da fehlten natürlich heute drei Mann: Mamedov, Zimbala und Ketchinov. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Und die anderen sind in der Regel einfach zu jung, als dass sie so ein Spiel herumreißen können, in die Hand nehmen können, noch einmal etwas draus machen können. Ausnahme für meine Begriffe, wieder mal einer der auffälligsten bei Spartak Moskau, Yegor Titov, U21-Nationalspieler und einer, den man durchaus mal ein bisschen mehr im Auge behalten darf. Also die reguläre Spielzeit ist vorbei. 2:2 der Spielstand. Damit können die Hamburger fröhlich leben. Ein schönes Ergebnis aus HSV-Sicht. Und ein durchaus verdientes, wenn man mal die erste Viertelstunde dieses Spieles außer Acht lässt, als Spartak Moskau viel zu früh mit 1:0 in Führung ging und als doch so ein bisschen Unruhe aufkam in der Hintermannschaft des HSV. Und wenn man auch mal die ersten drei Riesenmöglichkeiten nach dem Seitenwechsel für die Gastgeber vergisst. Danach eigentlich hatten die Hamburger es klar im Griff, dieses Spiel, hatten keine Mühe und eher noch Chancen für das eine oder andere Tor selbst zu erzielen. Ja, einen Grund, viel länger spielen zu lassen, gibt es eigentlich nicht. 2:2 der Endstand. Pfiffe von den Rängen, von den etwa 6.000, 7.000 Zuschauern hier im Stadion von Lokomotive Moskau. Und das heißt auch gleichzeitig natürlich Anerkennung für die Spieler des Hamburger Sportvereines, die ihrem Gegner keine Chance ließen, die ziemlich überzeugend die nächste Runde erreicht haben im UEFA-Pokal. Und die verdientermaßen auch endlich mal wieder eine Europapokalprämie einstecken können. Das ist jetzt sehr mutig da unten von Sven Kmetsch beispielsweise. Zwar äußerst fair, nochmal den Trikottausch vorzunehmen, aber mittlerweile dürften die Temperaturen tatsächlich nahe dem Gefrierpunkt sein. Wenn nicht sogar schon darunter. Also schnell rein
Aber wir sehen es an Sven Kmetsch, auch schnell nochmal umdrehen. Da sind doch ein paar hundert Fans mitgereist, haben das Ersparte zusammengekratzt und für etwa 1000 Mark eine Reise auf sich genommen, die jetzt ein so richtig schönes Happy End findet. Das gibt nochmal Jubel pur, verdientermaßen. Und endlich wieder so ein Hauch von Klassezeiten beim Hamburger Sportverein auf der großen europäischen Bühne. Warum sage ich Ihnen das alles? Einmal, weil es so schön ist, die Hamburger jubeln zu sehen. Und auf der anderen Seite, weil wir auf einen Interviewgast, nämlich den Trainer des HSV, warten. Der Felix Magath, der dann gleich unten bei Steffen Simon sein wird. Aber auch das darf man ruhig mal auskosten. Das gab es in den letzten Jahren nicht allzu oft beim Hamburger Sportverein. Zwei zu zwei. Überzeugend die nächste Runde erreicht. Und für diese mitgereisten Fans wird es sicherlich noch einen schönen, aber nicht allzu langen Abend geben. Denn in wenigen Stunden geht es gleich hier vom Moskauer Flughafen Richtung Heimat nach Hamburg. So, und ich gebe ab an Andreas Keckel. Spartak Moskau gegen den Hamburger SV wurde Ihnen präsentiert von ARD und Krombacher. Gott sei Dank nicht verletzt. Es fing an mit einer Schrecksekunde für den HSV. Nach 10 Minuten hat man da so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, Mensch, das könnte doch noch schief gehen. Fiel relativ früh das Tor. Nee, das eigentlich nicht, aber eher der ganze Spielverlauf. Wir haben es uns doch ein bisschen schwer gemacht. Die Russen haben nochmal alles versucht. Mit dem muss man zwar rechnen, aber trotzdem war es ein Spiel, das man sehr schwer in den Griff bekommen konnte. Gott sei Dank hat es doch noch geknappt. Gibt es jetzt einen Traumgegner für die nächste Runde, ganz ehrlich? Ein Traumgegner ist eigentlich immer ein Gegner, den man schlagen kann. Aber auch der attraktiv ist. Sicher soll er attraktiv sein, aber wie gesagt, viel wichtiger ist, wir kommen ins nächste Jahr. Und es sollte vielleicht ein bisschen wärmer sein als hier in Moskau. Ich glaube, kälter kann es nicht mehr werden. Okay. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Dankeschön. So, und ich gebe rüber zu Steffen Simon. Bei mir Felix Magath. Herzlichen Glückwunsch, Felix Magath. Es bleibt dabei, der HSV ist eine souveräne Pokalmannschaft. 2:2, nächste Runde erreicht, die schon im November ausgespielt wird. Wenn es überhaupt einen Wermutstropfen gibt, dann die Verletzung von Valdas Ivanauskas. Der hat mir richtig leid getan, dass er heute hier nach 17 Minuten raus muss. Haben Sie was von ihm gehört? Wie geht's ihm? Ja, bisher noch nicht, aber er hat anscheinend eine Zerrung, wenigstens Muskelzerrung, als er den Pass gespielt hat. Und er wird wohl wieder 14 Tage ausfallen. Das ist bitter, weil er leider diese Probleme schon die ganze Vorrunde hat, dass er immer mal wieder kleine Verletzungen hat, die ihn zurückwerfen. Aber gut, dann muss er durch. Hat man in diesem Stadion gespielt bei Lokomotive Moskau. Anschau haben Sie auch rausgenommen. Verlängert er Ihre Verletztenliste auch? Könnte sein. Er hat also Rückenprobleme gehabt und musste in der Halbzeit drinbleiben. Deshalb der Wechsel Kovacevic für Anschau. Wollen wir uns mal die Tore anschauen dieses Spiels? Ich meine, Sie haben sie von der Bank aus gesehen, aber es gab ja ein paar ganz interessante Szenen. In der 10. Minute ging es los, als noch so ein bisschen die Aggressivität des Hinspiels gefehlt hat, ne? Ja, gut. Aggressiver waren natürlich die Russen heute, die ja zurücklagen. 3-0 und die hatten nach der ersten Halbzeit Rückenwind gehabt und haben da losgelegt. Und achten Sie mal drauf, nicht der Dujun macht das Tor, sondern der köpft seinen Mitspieler an, den Miloschin. Ansonsten wäre der Ball gar nicht reingegangen, wie wir in der zweiten Zeitlupe sehen. Ja gut, war glücklich für die, aber nichtsdestotrotz war es natürlich das 1-0 und die Russen haben dann ja weiterhin Druck gemacht und ich bin froh, dass wir schnell das 1-1 machen konnten. Bei der Szene eben, bei dem 0-1, da stand der Markus Schupp ein bisschen weit weg von seinem Gegenspieler. Glücklicherweise 19 Minuten später auch wieder auf der anderen Seite. Die 29. war es. Schön vorbereitet von Sven Kmetsch, ne? Sehr schön von Sven, ja. Wie er da draußen vorbeigeht und dann schaut und auf den zweiten Pfosten zielt und Markus da reinläuft. Sehr schön gemacht. Das war eigentlich danach schon die Erlösung, das 1-1. Denn da hätte Moskau ja noch 4 Stück machen müssen, um uns aus dem Wettbewerb zu schießen. Allerdings durch die Elfmeterentscheidung dann wurde es auch noch mal spannend. Da waren Sie ein bisschen erbost drüber, ne? 41. Minute. Der quirlige Alenichev, der Ihnen auf der linken Seite am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat, läuft neben Fischer und fällt. Naja, also das war überhaupt nichts und sowas
wird normalerweise nicht gepfiffen. Ich weiß auch nicht, aus welcher Perspektive der Schiedsrichter da geguckt hat. Aber er hat eben gepfiffen und somit das Spiel weiter interessant gehalten. Andrei Tichonow hat dann den fälligen Elfmeter verwandelt. 2-1 zur Halbzeit für Spartak Moskau. Aber in der zweiten Hälfte haben sie das Ding dann am Ende doch sicher nach Hause gebracht. Ein bisschen gegen die Kräfte beim Gegner auch weg. Ne? Sie sind ja also angerannt von Beginn an und man hat dann in der zweiten Hälfte gemerkt, dass die Kräfte weniger wurden bei den Russen und wir dann eigentlich außer dem Tor dann noch zu Torgelegenheiten kamen und das Spiel dann letztendlich hätten noch gewinnen können. Spektakuläres Tor, achten Sie mal drauf, denn das war eins, was dem Jürgen Hartmann wehgetan hat. Ich glaube, den hat er mit der Nase reingemacht. Ja gut, er hat ihn nicht ganz voll getroffen zum Glück, also dass er genau in die Ecke ging und für den Torhüter nicht zu machen war. Schauen wir nochmal. Aber auch sehr schön reingelaufen in den Ball. Ja, und da wurde auch ein bisschen geschubst von hinten. Deswegen hat er dann auch schlechter getroffen. Nächste Runde erreicht. Ganz kurzes Wort zum Schluss. Sie haben Wunsch frei. Welchen Gegner hätten Sie gern? Ach, mal ein bisschen in die wärmeren Gefilde fahren. Vielleicht nach Teneriffa. Alles Gute dafür. Erstmal dann gutes Losglück. Vielen Dank, Felix Magath. Meine Damen und Herren, wir melden uns gleich nochmal hier aus dem Lokomotive-Stadion von Moskau. Bis gleich.